Was macht eigentlich so zurzeit unser Bauarbeiter? Der findet immer noch Steine zum Bauen. Das ist krass. Waffenröcke. Du bist hungrig, dann geh essen. So, Geschirr und Eisenwerkzeuge und die Nahrung können wir dann mal wieder auf 50 hochsetzen. Wie sieht's hier denn aus? 5 Eisenwerkzeuge, Nahrung auf 50 ist okay. Und wer braucht die hier eigentlich nicht? Weil Geschirr ist genug da, Eisenwerkzeug wird jetzt auch mittlerweile. Na gut, produziert du weiter Wolle. Aber Wolle im Überfluss. Voll machen mit Wolle mal. Aber wie gesagt, kann darauf hinauslaufen, dass wir irgendwann mal eine Armee aus 100 Bogenschützen, also Stufe 1 Bogenschützen haben, weil uns einfach die Ressourcen ausgegangen sind. Und ich denke, mit Leder hat sich's jetzt auch. Das können wir auch wieder wegnehmen mittlerweile, denke ich mal. So, ein Bogen fehlt noch. Ja, Waffenröcke haben wir 22. Deswegen ist es gut, dass wir Eisenwerkzeuge haben. Weil die Eisenwerkzeuge und der Meisterbrief sorgen ja dafür, dass wir, glaube ich, eine 2,5-fache Produktion haben. So, sehr gut. Du kannst also jetzt Holz fällen. Und das restliche Leder können wir wieder einlagern. Wir sollten nämlich jetzt mal unseren Jäger wieder schustern lassen. Uns gehen nämlich die Schuhe jetzt langsam aus. Habe ich das Leder nicht auf Dings gesetzt? Oder wollte ich's? Achso, ich habe es nicht hoch genug gesetzt. So. Du bist erfahren und kannst trainiert werden. Gut. So, 30 Bögen. Mal sehen, was bringt mir das?
Ja, ihr seid jetzt Freunde und ansonsten bringt mir das nichts. Außer, dass ich jetzt bei euch Axtkämpfer gegen Speere anheuern kann. Speere sind aber sauteuer in der Herstellung. Und ja, man sieht's dran, Speere aus der Kaserne zählen nicht. So, ich hoffe, mein Holzfäller, nachdem er dann gegessen und geschlafen hat, kümmert sich um seine Arbeit dann wieder. Der findet immer noch irgendwo Steine. Da unten ist er. Ist er aber weit weggelaufen. Geschirr kann ich bei keinem von beiden gegen irgendwas tauschen. Hier könnte ich... Ja, Möbel gegen Eisen. Bringt mir nicht viel. Hier oben... Auch nichts Besonderes. So, du tauscht mir jetzt mal die Wolle, die wir hier haben, gegen Bögen. Also die Demands nehmen wir mal wieder weg. Ja, Waffenröcke können wir auch wegnehmen. Die Kaserne bis zum dem Lager. Die zwei können sie da ruhig holen. Und den einen Bogen. Sie kommen ja auch hier runter, die Speere aufsammeln. So, das heißt, du gehst schon mal wieder in der Kaserne arbeiten. Ja, und wir haben genug Eisenwerkzeug auf die beiden Dinger verteilt. Ja, ich hoffe, du produzierst jetzt ordentlich Holz. Irgendwann brauchst du auch noch da drüben eine Holzfällerhütte, ganz ehrlich. Dass du den Wald abholzen kannst. Weißt du was, die planen wir auch gleich mal, die Holzfällerhütte.
Na, du hast noch keine Wolle gegen Bögen getauscht. Sobald du mir das nämlich gemacht hast, machen wir dich auch wieder zum normalen Träger. Weil die hier unten sind erstmal versorgt. Bis unser Holzfäller da eine ordentliche Menge an Holz rein hat, dauert es noch eine Weile. Ja, Webstube steht schon seit einer Weile leer. Können wir nichts machen. Du holst jetzt Waffen und Rüstungen und alles Mögliche. Du tauschst die ersten 5 Wolle gegen 10 Bögen. Ja, ich brauche halt für alles Holz. Oh, er hat angefangen, hier die Holzfällerhütte zu bauen. Weißt du was, reißen wir mal die Fischerhütte ab. Kann nämlich auch die Nahrung vom Boden essen. Ja, du kannst wirklich gut trainiert werden. Ja, auch wenn das gemein klingt, ihn hier die Nahrung essen zu lassen. Also ja, Schwur gegen Eisenrüstungen tauschen, dann würde ich nur noch für Schwerter Holz brauchen, aber nicht mehr für Eisenrüstungen, aber nee. Holzfällerset wurde fertiggestellt. Oh, jetzt hat er das Leder irgendwo anders genommen. Hergenommen. Ja, und natürlich trägt er das jetzt an den Wegweisern entlang zur Lehmarbeiterhütte. So, übrigens die zweite Ladung Bögen. Gut. Wolle dürften wir hier drin keine mehr haben, nur noch hier.
Mehr als genug. Naja gut, wenn wir 100 Bogenschützen hätten.